Hallo Leute, bevor wir loslegen, eine kleine Sache von mir. Da ich jetzt die nächsten paar Tage weg bin, also um genau zu sein bis Sonntag, wird es wohl 3 Tage keine Videos geben. Also ich gehe davon aus, dass ich das nicht packe, die aufzunehmen. Durch meine Internetprobleme und so weiter müsst ihr euch leider ein bisschen gedulden. Wenn ich Sonntag zurück bin, werde ich mich wahrscheinlich ransetzen und noch ein Video aufnehmen, aber vorerst kann ich da nicht viel zu versprechen. Darum, bevor wir jetzt hier starten und weiter krepieren, wollte ich euch diese Info noch zukommen lassen. Wir sehen uns gleich im Video. Bis dann. Ciao, ciao. Hallo Leute und willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Sterben als Großaufgabe hier. Folge 39, ihr wisst Bescheid. Die hier haben jetzt den übelsten Hitzeschaden gekriegt. Und laut Kommentaren wohl auch bei 150 Grad Temperatur. Ich weiß gar nicht, warum die nicht ordentlich runtergekühlt werden. Weil eigentlich ist es hier kalt. Ich check das nicht. Es ist hier wirklich, 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 wirklich kalt. Und der Wasserkühler, ja gut. Keine Ahnung. Hat anscheinend keinen Bock. So, hier oben ist kein Wasser mehr drin. Hier kommt momentan auch nur wenig Wasser nach. Der arbeitet aktuell gar nicht. Ich lasse die gerade unzureichende Sauerstoffproduktion. Unten gekühlte Nahrung. Ach, ist alles super. Da freut man sich doch direkt. Ja, hier liegt Mikrobenmatsch auf dem Boden. Meine Güte. So. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass sie jetzt sich hier bald mal durchgraben. Wie sieht es eigentlich mit unserem Chlorgas? Ah, das Chlorgas kommt hier langsam durch. Ne? Der Sauerstoff tauscht sich hier mit dem Chlorgas aus. Finde ich gut. Das kann ruhig so sein. Ich würde halt ganz gerne den Wasserstoff hier rausziehen. Ich glaube, wir bauen hier auch einfach mal eine Luftpumpe. So. Wir brauchen Lüftung. Mini-Pumpe können wir... Ne, Mini-Pumpe können wir nicht bauen. Die brauchen wir Plastik für, ja. So, eine Gaspumpe, die bauen wir mal hier hin. Und dann bauen wir eine Gasleitung. Da muss ich mal kurz aufs Gas-Overlay. Die Gasleitung muss quasi hier lang. Hier runter. Ich hoffe, ich nehme das richtige Material. Ja, das Material ist okay. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir hier rein müssen. Also theoretisch müssten wir hier andocken. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal mit einer Brücke rüber. Und hier runter. So. Dann müsste ja eigentlich uns den Wasserstoff für die Produktion rausfiltern und wir müssten hier oben dünnere Luft bekommen. Das heißt, sobald die Tür aufgeht, müsste er eigentlich mehr reinsaugen. Das heißt, er wird den Wasserstoff, der sich hier oben sammelt, beziehungsweise generell im oberen Bereich sammelt, rausziehen. Und das funktioniert hoffentlich. Aber wir brauchen natürlich noch Strom. Ich hoffe mal, das funktioniert. So war eigentlich mein Plan. So, hier, oh, hier kommt Wasser nach, sehr schön. Das heißt, hier wird wieder Wasser gepumpt und hier wird wieder Wasser runtergekühlt und Wasser wird tatsächlich runtergekühlt. Wir haben hier 30,5 Grad, ist jetzt nicht so der Brüller. Okay. Aber anscheinend reicht es immer noch, um das hier oben ein bisschen zu blocken. Jetzt, wenn gleich mehr kommt, wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Was interessant ist, finde ich persönlich, ist, dass die beiden Dinge halt völlig im Arsch sind, ne? Haben wir hier genug? Ich bin noch am überlegen, wie wollen wir die denn kühlen? Also ich könnte natürlich hier irgendwie Wasser hinsetzen oder sonst irgendwas, aber die werden viel zu warm. Obwohl wir in einem Eisbiom sind, das muss man sich mal überlegen. Und momentan hat auch keiner Bock, irgendwas zu bauen. So, wie sieht es denn hier oben aus? Ihr buddelt hier aktuell nicht, weil irgendwie... Achso, ihr seid hier noch unterwegs, sehe ich das richtig? Verhungern! Wer verhungert? Warum kommt ihr hier nicht mehr runter? Hä? Bin ich jetzt doof? Der kann hier lang, hier lang, hier runter, hier lang, hier runter. Das geht doch alles. Oder kommt der hier nicht rüber? Ich kann natürlich versuchen, ob hier die Kante zu hoch ist, aber hier kommen sie eigentlich lang.
Wo ist denn euer Problem? Warum geht ihr hier nicht runter? Und wo sind eure Anzüge? Irgendwas checke ich hier gerade überhaupt nicht. Also anscheinend war das hier Tatsache die Kante. Ach so, er muss die Luft anhalten, weil er im Anzug keinen Sauerstoff mehr hat. Super. Und was mit dem anderen? Da kommt er. Er hält immer noch brav die Luft an. Holt jetzt hier Luft. Okay, die ziehen den Anzug aus vom Luftzug. Das ist ja auch cool. So. Und natürlich haben wir dann hier wieder ein Problem mit dem Graben. Das heißt, wir müssen, ob wir wollen oder nicht, hier eine Leiter hinsetzen. Bevor hier irgendwas passiert. So. Rohre anscheinend momentan noch nicht so interessant. Okay. Haben wir noch Kohle? Nö. Kohle ist alle. Warum auch immer. Haben wir die gesamte Kohle aufgebracht? Boah, das ist so unglaublich. Ich werde mal kurz hier spaßeshalber die alle deaktivieren. Weil die natürlich auch Kohle verbrauchen. Dann geht es mit dem Wassersystem halt nicht. Also, das System ist schon ziemlich fertig, muss man ja mal sagen. So, jetzt wird hier ein bisschen nachgefüllt. Ich hoffe, dass hier auch mal Sauerstoff nachkommt. Natürlich kommt nur Sauerstoff nach, wenn Wasser gepumpt wird. Um Wasser zu pumpen, brauchen wir Wasser. Dementsprechend. Ja, okay. Ist eher so semi. Natürlich, wenn jetzt hier oben die Pumpe geht und der Wasserstoff, der hier überall drin ist. Also hier ist ziemlich viel Wasserstoff und so drin. Das sollte eigentlich funktionieren. Wir haben noch ein paar, wir haben noch 28.000 Kalorien, das ist okay. Frittierter Matsch, Frostbrötchen, Mehlläuse. Hier haben wir mittlerweile schon wieder Körpertemperaturprobleme, weil viel zu wenig Sauerstoff hier drin ist, beziehungsweise viel zu wenig Gasdruck allgemein. Hier unten sind 4 Kilo Gasdruck, alter Schwede. Das heißt, drückt es immer nach außen. Und hier ist fast nichts. Und dadurch wird halt die Temperatur nicht weit genug runtergekühlt. 32 Grad. Yay. Ja, es funktioniert super. Können wir nicht von irgendwo Temperatur klauen? Boah, hier ist so kalt, ne? Hier ist überall mittlerweile nur noch Wasser. Hier sind noch minus 9 Grad, hier sind mittlerweile schon 31 Grad. Das heißt, wir haben hier schon einen extrem warmen Bereich. Okay, anscheinend wird jetzt der Wasserstoff nach unten transportiert. Die treiben natürlich das gesamte System an. Es wird aber kein Sauerstoff produziert, dementsprechend... Oh, oh. Ach doch, der pumpt nur Sauerstoff nach unten. Okay. Gut, ich habe gerade schon ein bisschen Angst gehabt. Oh, es gibt einen Wasserstoff-Backlog. Nicht schlecht. Wie sieht es denn mit dem Wasserstoff aus? Der wird jetzt hier oben rausgezogen. Boah, es wird fast ein Vakuum reingezogen. Wenn wir jetzt hier die Tür öffnen. Mal gucken, ob es funktioniert. Also jetzt ist es erstmal eh Nacht, aber wenn wir die Tür öffnen, müsste er eigentlich von hier nachziehen. Mal gucken. Oh, momentan sieht es gut aus. So, gucken wir nochmal. So, wir haben jetzt nämlich hier nur noch 20 Gramm ungefähr. Okay, die Tür ist offen. Das heißt, der Druck sollte sich hier ziemlich schnell erhöhen. Ja, er zieht es hier rein, seht ihr das? Und hier ist fast kein... hier sind... Milligramm mittlerweile, ne? Das heißt, hier sind unter 4 Gramm. Und hier ist die Luft. Ja, 1 Kilo. Aber ihr seht, ne, das drückt sich hier langsam, aber sicher nach drüben. Gucken wir mal, wie gut das funktioniert. Der Flüssigkeitsfilter arbeitet auch nicht. Wie sieht es denn mit Wasser aus? Ah, jetzt...
Da kommt irgendwie ziemlich wenig nach. Ich lasse die jetzt mal arbeiten. Die sollen ruhig mal hier ein paar Ründchen drehen lassen. Sind die Geräte mittlerweile ausgeschaltet? Ja, sind deaktiviert, okay. Das heißt, Flüssigkeit wird jetzt tatsächlich nur noch über dieses Radiatorsystem gekühlt, was natürlich nicht ganz so schlau ist, aber was soll ich machen? Was soll ich tun? Wir haben doch keine Chance. Außer 60 Grad Umgebungstemperatur. Und minus 7 Grad Wassertemperatur, was überhaupt nicht geht. Also Wasserproblem, momentan nicht. Hier ist jetzt mittlerweile Chlorgas drin. Chlorgas müsste ja aber eigentlich nach außen pumpen, ne? Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier oben einen relativ guten Stand zum Überwachen. Schläfst du da in der Tür? Das Chlorgas sollte hier... Oh, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, das Chlorgas sollte die Keime relativ gut verringern hier. Ja, seht ihr das, ne? Rrrrup. Also klar, das ist jetzt direkt verkeimt, aber ihr seht halt, ne, hier 23, boah, über 10.000 Keime minus pro Sekunde. Das ist schon gut. Oh, hier hinten ist was Nettes. Können wir hier noch einmal durch den Keimmatsch durchbuddeln. Und hier setzen wir eine Leiter. Und Ziegel. Oh, nur eine Tür. Verdammt. Ah ja, Versuch was wert. So, jetzt müssen wir natürlich hier einen Raum schaffen, der uns ermöglicht, Algen herzustellen. Hier ist Kohle. Sehr gut. So, theoretisch sollten wir keine Keime hier reintragen. Ne, alles super. Okay, also die Chlorgas-Geschichte hat sich tatsächlich sehr gut rentiert. Hier ist jetzt natürlich verschmutzter Sauerstoff drin, das heißt, wir müssen über kurz oder lang hier auch noch Lufterfrischer reinsetzen, aber ich würde das ungern machen, bevor wir hier nicht einen vernünftigen Boden drin haben. Darum nehme ich jetzt hier mal einfach einen Sandstein, obwohl wir können Granit nehmen. Wo ist Granit? Da ist Granit. So. Okay. Idiot! Ernsthaft jetzt? Abbruch. Leiter. Ist das Granit? Magmatit? Sandstein. Prioritäten. 9. Noch ist er in seinem Anzug, das heißt, so viel passiert ihm nicht. Aber auch nur so lange. Und du hast dich auch ausgesperrt? Alter. Okay. Das ist richtig schlau. Wir deaktivieren mal kurz die Station hier. Weil der hier wird uns bestimmt bald platt gehen. Aber wir müssen jetzt kurz mal hier deaktivieren die Station und hilf. Hilf, hilf. Hilf, hilf, hilf. So, Prioritäten. 9. Go, go, Leute. Ihr müsst jetzt helfen. Keine Ausreden. Helfen, 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 helfen. Jetzt müssen wir hier den Bereich fluten. Oh, das wird bestimmt sehr lustig gerade. Hier ist so viel verschmutzter Sauerstoff drin. Macht mir die Leiter fertig, damit er hier mal langsam... Ja, wunderbar. So, jetzt kann er auch helfen. Kannst du auf eine Zweierleiter schon hochspringen? Und ab! So. Meine Fresse. So, 1, 2, 3, 4.
Die müssen wir natürlich auch hochsetzen. Ich weiß, jetzt alles hoch hier und so, ne? Aber das wird ja nicht allzu lange gehen. Und Keimwert. Noch im Rahmen. Wir sind alle noch in einem guten Bereich. Aktuell noch keine Keimwirte so wirklich. Klar, hier ist natürlich überall ziemlich ekliges Umgebungskeimgedönsel, aber es geht. Dadurch, dass wir hier auch Chlorgas drin haben. Auch, unter anderem. Gar nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber... Aber der Lufterfrischer sollte eigentlich dafür sorgen, dass das hier alles funktioniert. So. Hier ist ein bisschen Lebensmittelvergiftung im Sauerstoff. Okay. Oh, hier unten ist noch eine Neural-Oszillator-Station und ein Automatisierungskreislauf. Und hier drüben ist natürlich Kohle, wie gesagt. It lübt. Was? Geht ihr jetzt im Anzug pennen? Okay. Okay. Ich dachte, er zieht wenigstens den Anzug aus, wenn er rausgeht. Kann ja nicht sein. Jetzt haben wir hier wieder so ein Hochprioritätsding. Aber dafür ist uns keiner verreckt. Ist ja schon mal ein Anfang, ne? Magmatit. Magmatit. Wie sieht es eigentlich mit den Keimen aus? Breiten die sich hier ins Wasser aus? Ein bisschen. Das sieht zumindest so aus, aber irgendwie auch nicht. Okay, so die Lufterfrischer sollten hier Stück für Stück sinnvoll die Luft reinigen. Ja, der Schleim kann hier rein, genau so. Trag mir bloß keine Keime in die Hütte. 400.000. 1 Million. Okay. Wir brauchen definitiv mehr Chlorgas. Von hier. Vielleicht funktioniert das. Also die Lufterfrischer sollten hier Stück für Stück eigentlich ganz gut arbeiten, aber wahrscheinlich ist es zu viel. Wie, du hast eine Sauerei gemacht? Wo hast du eine Sauerei gemacht? Husa. Als allererstes checken wir, ob Wasser in den Klos ist. Leeres Rohr, leeres Rohr. Okay, wir haben kein Wasser in den Klos. Dann müssen wir mal... Wir könnten natürlich Frischwasser mit einspeisen. Weil ansonsten funktioniert das mit den Sauereien gleich wieder. Das sehe ich nämlich auch schon. Das fängt dann direkt wieder an. Hast du ein Problem gerade? Nein, okay. Wir könnten natürlich jetzt die schnelle und... simple Lösung wählen. Wir packen einfach noch eine zweite Flüssigkeitspumpe hier hin. Mit einer neuen Priorität. Ich drücke die jetzt hoch, das ist mir egal. Ich habe keine Lust, hier wieder alles aufwischen zu müssen. 9. Strom. Kabel. 9. Okay, und... So. Go, go. Ich will, dass das hier schnell erledigt wird, Leute. Flott, 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 flott. Sehr gut. Im Anzug ist perfekt. Im Anzug ist super. Auch wenn ihr quasi keinen... Wo ist die zweite Sauerei? Natürlich. Ich seh nix. Was ist jetzt hier mit der Pumpe? Go, go. Wir haben keine Zeit. Wir brauchen frisches Wasser für die Klos.
Komm schon, Gas geben. Achso, und das hier übrigens zerlegen. Danke. Wie viel Wasser ist das hier eigentlich? 200 Gramm, das ist auch nicht sonderlich viel, das sieht nur so viel aus. Boah, der Stress geht direkt nach oben, ne? Muss ich ja direkt lohnen. Chuck, chuck. So, pump, 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 pump. Okay. Also die Klos kriegen wahrscheinlich jetzt ein bisschen Wasser, aber nicht wirklich viel. Dann würde ich sagen, ätzend. So, okay. Also hier, ihr seht es, ne? Der verschmutzte Sauerstoff hier ist übel. Und diesen, doch, der hat... die Lufterfrischer hier sind auf jeden Fall aktiv. Und es sollte eigentlich passen, dass es hier relativ flott geht. Hier ist noch Chlorgas. Das heißt, beim Verlassen der ganzen Geschichte... So. Mal kurz den hier. Ah, jetzt aktivieren. Sehr gut. So, jetzt müsste er beim Rausgehen. Ja, genau. Jetzt müssten sie beim Rausgehen auch alle wieder ihre Anzüge ablegen. Sehr gut. Ah, ist ein Traum. Sauerstoff, wie sieht es da aus mit dem Gas? Okay. Das Schöne ist Tatsache, dass dadurch, dass ich Kohlendioxid hier hinpumpe, ich auch Chlorgas hier hinpumpen kann. Das ist gut. Ist ein gutes Filtersystem. So habe ich mir das vorgestellt. So. Einmal. Jetzt mal kurz hier wischen. Hier natürlich auch. Und... was noch viel wichtiger ist, wir werden einmal aufräumen. Und da wird es wahrscheinlich Massen an Zeug geben, was aufzuräumen ist, aber ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Aufräumpriorität ist niedrig, das ist okay. Ihr pumpt hier jetzt den ganzen Kram durch die Gegend, ein bisschen Kohle haben wir mittlerweile auch schon wieder. So 24 Tonnen, wie auch immer wir dazu gekommen sind. Und hier ist vor allem noch viel, viel mehr. Also ich bin am Überlegen, ob wir das Oxidite angreifen. Aber gut, nicht in der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin, haltet die Ohren steif, gebt mir Tipps, was ich hier weitermachen soll. Und ja, momentan noch leben ein paar. 11, um genau zu sein. Also, das wird schon. Ich würde sagen, bis dann, Leute. Ciao, ciao.